Nichts ist spannender als das Fischen im Hochwasser. Wir wissen nie, was uns erwartet. Ihr seht hinter mir eine einmalige Szenerie. Die Elbe hat hier die ganzen Wiesenflächen überflutet. Die ganzen Bäume stehen unter Wasser. Wir haben zahlreiche Verstecke für die Fische. Aber natürlich, was die Fische hier vorfinden, ist reichlich Nahrung. Die ganzen Regenwürmer werden aus dem Boden rausgedrückt, ne, oder fliehen aus dem Boden. Und die Fische kommen her, sammeln diese ein. Die Fische finden Schutz. Ne, die Fische finden Schutz vor der harten Strömung. Und vor allen Dingen finden die Fische hier warmes Wasser. Für uns ist es natürlich schwer, in diesen riesigen Wassermassen und zwischen den unzähligen Hindernissen diese Fische natürlich auch zu finden. Deswegen ist die Location, so das A und O, und das mobile Angeln ist eigentlich das, was uns an einem Altarm oder gerade in der, nicht nur an einem Altarm, auch an einer Überflutungsfläche zum Fisch bringt. Wir dürfen uns nicht stur hinsetzen, ja, und warten, bis die Fische vorbeikommen, weil diese Szenerie, wie wir sie hinter uns haben, ist innerhalb vielleicht von einer Woche wieder verschwunden. Und wenn wir die ganze Zeit dann an den Fischen vorbeigeangelt haben, dann ja, gehen wir leider leer aus. Die effektivste Zeit ist natürlich direkt beim wenn das Hochwasser einsetzt, ne? Perfekterweise herrlicher Sonnenschein. Ne? Jetzt kommen die Fische aus dem Fluss in die Überflutungsbereiche reingezogen. Sie suchen dort nach Nahrung, nach Schutz natürlich. Ne? Und jetzt müssen wir uns natürlich beeilen, weil es ist nun mal befristet. Der Wasserstand bleibt vielleicht so maximal eine Woche, dann war es das wieder. Dann heißt es wieder komplett eine neue Strecke, komplett eine neue Location anfangen. Oder wir haben Glück, dass in Tschechien noch ein paar Talsperren leer gemacht werden müssen und hier nochmal ein bisschen mehr Wasser runterkommt und sich der Wasserstand ein bisschen zu hält. Also wir sehen deutlich, wir Angler sind natürlich stark von der Zeit beeinflusst und stark von der Zeit abhängig. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Tage und die Zeit, die wir uns hier noch verbleibt, effektiv nutzen. Wir haben hier verschiedene Spots. Wir haben Teile, wo es vom Tiefwasser ins Flachwasser hochgeht. Wir haben Hindernisse wie Bäume, was ja die Fische so magisch anzieht. Große Wiesenflächen, wo die Fische unterwegs sind. Deswegen heißt es jetzt Augen auf und jetzt nur mal ab dem Fisch suchen. Einfach Wahnsinn. Schönheit. Wolltest du zwischen den Bäumen aufhalten? Ja, der Fischen am Altarm. Was eine Schlammschlacht. Was für eine Mega-Location man doch immer hat in diesen Überflutungsgebieten. Ich sitze jetzt hier auf dem Baumstamm, wo wir die letzten Tage vorgefischt haben.
Ja, wie ihr seht, liegt dieser komplett auf dem Trockenen. Also in den letzten Tagen sind einfach mal nur 2 Meter Wasser weggefallen. Ja, also die Elbe, beziehungsweise hier dieses Altarmgebiet, Überschwemmungsgebiet. Man kann förmlich zugucken, wie sich das Wasser hier zurückzieht. Ist natürlich oder macht natürlich deutlich, wie schnelllebig da Fischen im Hochwasser ist. Ja, also alle Fische haben sich jetzt scheinbar verzogen. Wir haben keine weiteren Aktionen mehr an den Routen, also keine Fischaktivität außer Brassen, die sich noch hier mit aufhalten. Ja, das Schwierige ist es natürlich, die Fische zu finden und die Location jetzt nochmal erneut zu starten. Wir bewegen uns jetzt schon Richtung April hin, wo die Wassertemperaturen sehr schnell in die Höhe schießen und die Fische dann doch schlussendlich wieder in den Hauptstrom abwandern oder in den Strom an und für sich zurückziehen. Also da ist jetzt die Frage, wo machen wir weiter? Aber bevor wir uns jetzt auf eine neue Location machen, möchte ich euch noch einmal ganz kurz zeigen, wie ich hier gefischt habe, mit was für einer Montage und mit was für einem Futter. Wir sind ja oder wir füttern ja teilweise mehrere Stellen parallel direkt am Altarm, um die Fische schnell auswendig zu machen. Daher brauchen wir ein sehr vielfältiges Futter und ein sehr kleines Futter, was schnell die Aktivitäten am Platz steigert. Das heißt, haben wir ein kleines, sehr lockreiches Futter, ziehen sie uns sehr viel Weißfisch an, sehr viele Brassen mit an und schlussendlich können die Karpfen, die sehr neugierig sind, diesen Platz eigentlich sehr schwer umschwimmen. Daher habe ich hier auch mein Futter. Wie üblich im Altarmgebiet bzw. Überschwemmungsgebiet sehr klein aufgebaut, bestehend natürlich auf Mais, Tigernüssen, Hanf ist mit dabei, Weizen ist mit dabei. Da ist ein sehr, oder wir haben einen sehr schönen Pellet-Mix bzw. Tigernuss-Pellet-Mix hier mit eingearbeitet. Den haben wir oder den habe ich vorher mit dem CLS-Liquid getränkt und das macht unter Wasser eine Wahnsinnsexplosion. Also, man sieht es auch auf Unterwasserkamera, was da für eine Lockwirkung rauskommt. Und innerhalb von wenigen Minuten sind auch immer schon die ersten Walfische da. Mit dem Partikelmix haben wir die Stellen soweit vorbereitet. Ja, und das war es auch, was uns jetzt in den letzten 3 Sessions, die ich hier hatte, was da auch den Erfolg mitgebracht hat. Ja, es waren jetzt leider nur 3 Sessions. Also die Stelle habe ich jetzt so, ich glaube, 6 Tage lang gefüttert, war jetzt in diesen 6 Tagen dreimal fischen, konnte unglaubliche 8 Fische fangen. Also richtig große Fische waren auch schon mit dabei, also wirklich unbeschreiblich, ne? Also das macht natürlich deutlich, wenn man den richtigen Platz gefunden hat, wo die Fische sind, das Futter auch soweit alles passt, ne? Kann man hier wirkliche Sternstunden erleben. Zur Montage, ja, einfacher geht es eigentlich kaum. Also ich habe hier ein ganz normales Pop-Up-Rig. Ich habe hier ein Coated-Vorfachmaterial. Ne? Habt hier vorne die letzten 2 cm vor dem Tube mit abgemacht. Ne? Und das geht dann quasi auf dem Haar. Habe ich hier noch ein kleines Tank mit aufgefädelt. 15 mm Washout Pop-Up. Ist eine Kombination, die mir von den 8 Fischen, 6 Fischen nur allein auf diese Montage gebracht haben. Gerade mit diesem kleinen Tank-Tube ist der Pop-Up ideal ausbalanciert. Das heißt, selbst kleinste Bewegungen lassen den Haken schon mitwandern. Durch die Ausbalancierung steht auch der Haken komplett so auf dem Grund. Also das ist eine Präsentation, also eine Pop-Up-Präsentation, gerade über einen Partikelteppich, ne, wo kein Fisch ganz schnell, wo kein Fisch so schnell vorbeikommt. Ich habe natürlich auch eine zweite Route gehabt, ja, wo ich dann auch ein ganz normale No-Knot-Rig gefischt habe als Lineliner, ne, dann entweder ein 20 mm Boilie mit drauf oder 2 Tigernüsse etwas größer gehalten, um ein bisschen zu selektieren, dass nicht die ganze Zeit die Brassen draufhängen. Hat mir auch 2 Fische gebracht, aber am effektivsten war natürlich hier die Montage mit dem Pop-Up. Gerade diese Washout-Pop-Ups solltet ihr euch echt mal angucken, weil die halt eine sehr hohe Lockwirkung auch bei kaltem Wasser erzielen und sehr viele Fischer bislang auch schon gebracht haben. Ne? Auch in den vergangenen Jahren, auch im letzten Jahr zum Beispiel, konnte ich damit fast also über 50% der Fische allein mit diesem Pop-Up fangen. Ne? Okay, das jetzt mal so ganz grob zu der Montage, die ich gefischt habe. Wir haben hier natürlich hier geringe Wurf. Deswegen
hat sich das ja immer angeboten, mit einem Inline-Blei zu fischen. Was wichtig ist oder was ihr vielleicht auch auf den vorderen Sequenzen schon gesehen habt, ich fische ja wirklich Slackline. Also ich lasse die Schnüre hier komplett mit durchhängen, ne, weil es bringt nichts, wenn wir auf einer Kante fischen oder hier auf dem im Unterwasserdschungel fischen, wenn wir da komplett straffe Schnüre gemacht haben. Die Fische schwimmen gegen, haben eine hohe Scheuchwirkung und sind ganz, ganz schnell wieder verschwunden. Deswegen habe ich vorher die Schnüre gestrafft. Ja, bis auch das letzte Stückchen unter Wasser verschwunden war und habe dann noch mal so einen knappen halben Meter noch mal nachgezogen, dass sich einfach die Schnur komplett auf das Unterwassergras mit ablegt, komplett auf den Spot mit ablegt. Als Schnur habe ich hier die 15 Pfund Touchdown von Korda, welche auch sehr, sehr gut ist. Sie ist sehr abriebfest, sie sinkt sehr gut, legt sich sehr schön auf dem Unterwasserdschungel hier ab. Also die Schnur kann ich in dem Verhältnis ja eigentlich komplett empfehlen. Sie hat sich total bewährt bei den 8 Fischen. Also sie hat eine geringe Dehnung, was halt sehr schön ist, weil du merkst halt auch, wenn du Hindernisse hast, du merkst ganz genau, wo zieht der Fisch hin, wo schwimmt der Fisch hin. Wie muss ich den Druck aufbauen? Ja, also das merkst du halt sehr, sehr gut. Also ähnlich wie bei einer geflochtenen, nur dass diese halt extrem schnell sinkt. Und somit die Fischen hier halt mit dem ganzen Treibgut, was wir schlussendlich mit auch hatten, sehr erleichtert hat. Okay, das war es jetzt erstmal von dieser Seite. Ne? Also einen kleinen Überblick über die Montage, über das Rig, beziehungsweise auch generell über das Futter. Ich wünsche euch viel, viel Glück am Wasser. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euch das hier selber mal antut. Das ist zwischenzeitlich eine echte Schlammschlacht. Du weißt gar nicht, wo du hier noch hinkrauchen sollst. Alles ist dreckig, alles ist schmierig und es ist einfach geil. Solchen Fisch in den Händen halten zu dürfen, mit einem Hochwassergebiet, ist das unbeschreiblich. Das ist echt so ein Elbfisch und dieses Brennen in den Armen. Besser kann den Tag nicht starten. Wow!